Lieblingsmusik im Internet anzuhören, ist für viele Leute Alltag, zum Beispiel auf YouTube. Der Streit um Urheberrechte macht aber oft einen Strich durch die Rechnung. Abhilfe schafft da zum Beispiel der Streamingdienst Spotify. Spotify spielt Millionen Songs direkt und ganz legal aus dem Internet. Zum Anmelden ist ein Konto bei Facebook notwendig. Nach Installation der kostenlosen Spotify-Software lässt sich sofort nach Musik suchen. Gewählte Songs werden auf den Computer gestreamt. Musik lässt sich in Playlisten organisieren. Die können einzelne Songs oder ganze Alben enthalten. Rechts zeigt das Programm die Aktivitäten von Freunden auf Facebook und Spotify. Wer hört gerade was? Wer hat eine Playlist erstellt? Standardmäßig postet Spotify alle gespielten Songs automatisch im eigenen Facebook-Profil. Gibt man diese Erlaubnis nicht, lassen sich Songs und Alben immer noch von Hand veröffentlichen. Das geht natürlich auch in anderen Diensten wie Twitter und Windows Live. Beim automatischen Teilen werden gespielte Songs nicht einzeln auf Facebook veröffentlicht, sondern in einer Nachricht zusammengefasst. Dadurch entsteht keine nervige Flut an Pinnwandeinträgen. Wer lieber für sich alleine Musik hört, kann die automatischen Hinweise in den Einstellungen abschalten. Wird das Häkchen auf Spotify Social Teilen entfernt, dann erfahren andere Spotify-Nutzer nicht mehr, was gerade läuft. Analog dazu lassen sich die Benachrichtigungen auf Facebook ausschalten. Über die private Session lassen sich sämtliche Benachrichtigungen für bis zu 6 Stunden deaktivieren. Hat man Spotify mit Facebook verknüpft, dann werden die geteilten Titel öffentlich sichtbar in der eigenen Chronik angezeigt. Wer seine Musik nur mit Freunden teilen möchte, der muss die Anwendungseinstellungen von Spotify in Facebook entsprechend ändern. Mit sogenannten Apps lernt Spotify neue Funktionen. Die kostenlosen Helfer lassen sich im App-Finder auswählen und dem Programm hinzufügen. TuneWiki etwa zeigt die Songtexte laufender Titel an, ideal für Karaoke-Partys. Die App Mood Agent stellt Playlisten nach der gewünschten Stimmung zusammen. Aggressiv, gefühlvoll oder fröhlich. Ein Mausklick genügt. Die meisten Apps helfen dabei, neue Musik zu entdecken. Sie präsentieren Titel nach bestimmten Kriterien in Playlisten. Diese Listen lassen sich abonnieren und so zur eigenen Playliste machen. Die Gratis-Version von Spotify bietet am Computer Zugriff auf die gesamte Musiksammlung, finanziert durch Banner und Audiowerbung. Sie ist 6 Monate lang unbegrenzt nutzbar. Danach wird die maximale Spielzeit pro Woche begrenzt. Im Unlimited-Abo für 4,99 € pro Monat entfällt die Werbung und die monatliche Beschränkung. Erst die Premium-Version für knapp 10 € im Monat bietet alle Spotify-Funktionen. Zum Beispiel auch die Möglichkeit, Titel offline zu hören. Das Programm lädt den Inhalt einer bestimmten Playliste dazu kopiergeschützt auf den Computer herunter. Die Offline-Wiedergabe bietet auch die iPhone-App von Spotify, die ebenfalls nur mit einem Premium-Abo funktioniert. Die App erlaubt es auch, Musik via AirPlay drahtlos an Empfangsgeräte mit AirPlay-Funktion zu senden. Natürlich bietet sie die üblichen Funktionen, um Lieblingsmusik mit anderen zu teilen. Mood Agent und andere Spotify-Apps sind auf dem Smartphone allerdings nicht verfügbar. Spotify gibt es auch als iPad-App, die den Bildschirm des Tablets in voller Größe ausnutzt. Sie bietet eine ähnliche Optik wie Spotify am Computer. Die Steuerung klappt hoch- und querformatig mit sehr übersichtlichen Bedienelementen. Spotify-Apps sind aber auch auf dem iPad nicht nutzbar. Über HiFi-Geräte kann ebenfalls auf Spotify zugegriffen werden, beispielsweise über die Netzwerkreceiver von Onkyo. Nach der Anmeldung lässt sich per Fernbedienung oder Steuerungs-App nach Musik in Spotify stöbern. Die Onkyo-App steuert Spotify besonders bequem, inklusive Menüsteuerung, Cover- und Titelinformationen. Auch Hersteller wie Logitech oder Philips bieten vernetzte HiFi-Geräte mit Zugang zu Spotify an. Besonders komfortabel die Multiroom-Systeme von Sonos. Mit ihnen lässt sich im ganzen Haus Musik hören und über elegante Controller-Apps am iPhone oder iPad steuern. Spotify ist dabei neben vielen anderen Diensten nahtlos ins Bedienkonzept integriert. Besonderheit? Die App kann einzelnen Räumen unterschiedliche Spotify-Streams zuweisen und das Musikprogramm auf mehrere Hörzonen verteilen. Doch wie auf allen Geräten ist auch dazu ein kostenpflichtiges Spotify-Abo notwendig.